probably remember the Meltdown attacks in 2018, and it was a pretty big flaw in modern CPUs, and the CPUs that came afterwards or got fixed, they seem to be fixed. And the problem Meltdown seems to be solved. Well, Michael, Moritz, and Daniel, they will show us that this is not the case. A new attack named ZombieLoad is possible, and in the following hour, we'll learn all about it. Please eine große Runde Applaus bitte an Moritz, Daniel und Michael. Vielen Dank für diese Einführung und willkommen an euch alle über den Talk über die ZombieLoad-Attacke. Ich bin Michael Schwarz, ich bin Postdoc an der Graz-Universität für Technologie. Ich bin auf Twitter, ich habe eine E-Mail und ich werde für den restlichen Kongress hier sein. Wenn du an diesem Thema interessiert bist, dann komm einfach zu mir und wir können einfach diskutieren. Ich bin Moritz Lipp, ich bin PhD-Kandidat bei derselben Uni. Ich bin auch auf Twitter oder mich persönlich hier einfach ansprechen. Ich bin Daniel Gruss, ich bin Assistenzprofessor und ich muss das hier jetzt nicht alles wiederholen. Einen Moment. Ich habe eine Folie hinzugefügt, die du noch nicht kennst. Es ist voll wichtig. Es ist genau nach Weihnachten. Und das war sehr wichtig. Und letztes Jahr beim CCC hatten wir das alle als Ohrwurm. Und dieser Talk war echt toll und wir haben viele neue Dinge präsentiert. Nicht so gefährlich wie ZombieLoad, aber trotzdem interessant. Und als wir das gezeigt haben, das wurde nachher auf YouTube hochgeladen und ich hatte gerade einen Anzug an und jemand hat geschrieben, bitte nicht diesen Anzug, es sieht so unbequem aus. Und wie man sieht, ich habe ihn nicht mehr an. In diesem Talk haben wir einen Baum gezeigt mit allen verschiedenen Angriffsmöglichkeiten, Meltdown oder Spectre. Und die Frage ist, was hat das alles mit ZombieLoad zu tun? Und um anzufangen, zeigen wir einfach mal kurz Spectre in einer Nussschale. Okay, also vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Es gab auch noch dieses Lied über Spectre. Vielleicht erinnert ihr euch dran. Es gab ja sogar einen Film mit diesem Titel. Ja, also das ist wahrscheinlich die technischste Erklärung über Spectre, die ihr heute hören werdet, weil der Zusammenhang zwischen wir brauchen hier etwas mehr technischen Hintergrund. Also könnt ihr Mikroarchitektur erklären? Also es ist eigentlich ganz einfach. Wir wissen ja, wir haben eine CPU und wir haben Software, die auf der CPU läuft. Das machen wir eigentlich schon immer so. Und die Software hat diese sogenannte Instruction Set Architecture, also die Architektur, wie zum Beispiel x86. Und das ist einfach das, was die CPU ausführt. Und die CPU muss es halt irgendwie implementieren. Und das ist die sogenannte Mikroarchitektur. Das könnte zum Beispiel die Intel Core-Architektur sein oder AMD Ryzen. Und ja, also das lernt man ja eigentlich schon im Bachelorstudium. Wenn man ein Programm ausführt, was macht die CPU dann? Es sind mehrere Schritte. Es fetcht und dekodiert die Instruktion, also holt die aus dem Speicher und dekodiert sie, führt sie aus und schreibt dann das Ergebnis zurück. Aber das ist jetzt wirklich eine sehr High-Level-Übersicht über das. Also wir sollten eigentlich ein bisschen mehr ins Detail gehen dabei. Also, was machen diese Boxen denn tatsächlich?
Im Frontend haben wir einen Teil, der die Instruktion dekodiert. Und da drin ist schon sehr viel Parallelismus. Und wir haben einen Branch-Prediktor, also eine Sprungvorhersage, die uns sagt, welche Mikrooperationscode, die sogenannten Micro-Op-Codes, als nächstes ausgeführt werden sollen. Dann gibt es noch einen, also dafür gibt es eben den Cache. Und dann haben wir noch so einen MUX, der diese verschiedenen, also ein Multiplexer, die die verschiedenen Eingaben hier multiplext. Und ja, dann gibt es eben eine Warteschlange, in die das alles reingeschoben wird. Es gibt dann noch den Instruktions-Cache, den L1-Cache und den Instruction Translation Lookaside Buffer, den ITLB, der die Ergebnisse der Übersetzung von Instruktionsfetches von virtuellen nach physischen Adressen puffert. Was haben wir danach? Wir haben den Scheduler und den Reorder-Buffer, also den Umordnungspuffer. Im Umordnungspuffer sind tatsächlich, also es ist ein bisschen verwirrend benannt, weil obwohl er Umordnungspuffer heißt, sind die tatsächlich noch in der Reihenfolge, in der sie im Instruktionsteam kommen. Die Idee dabei ist, dass der Scheduler die Einträge da rausnimmt, sobald der Scheduler eine freie Ausführungseinheit hat. Es gibt zum Beispiel dafür ALUs oder Einheiten zum, also arithmetisch-logische Einheiten oder Einheiten zum Laden und Speichern. Und sobald die Instruktionen fertig ausgeführt sind, werden sie retired. Das heißt, sie werden aus dem Reorder-Buffer rausgenommen und werden dann auch architekturell sichtbar für die Software. So, und das Problem ist jetzt, wenn irgendwas kaputt geht, also wenn es einen Fehler gibt, dann passiert ja eine Exception. Und diese Exceptions passieren erst zum Zeitpunkt des Retirements, also erst zu dem Zeitpunkt, wo die Änderung architekturell sichtbar wird. Das heißt, die ganzen Zwischenergebnisse werden dann einfach weggeworfen. So, wenn wir dann damit fertig sind, gehen wir noch zum Speichersubsystem. Denn wenn wir ja irgendwelche Änderungen machen, dann will die Software das früher oder später mal in den Speicher schreiben. Ansonsten wäre alles relativ uninteressant. Wir wollen die Ergebnisse ja nicht immer nur in den Registern halten. Und dafür gibt es den Load-Buffer und den Store-Buffer. Die hängen vor dem L1-Daten-Cache. Da gibt es dann nochmal Seitenübersetzungspuffer, also den Translation Lookaside Buffer für Daten, DTLB, und noch den Line-Fill-Buffer, LFB. Das verschieben wir jetzt mal etwas auf später. Und bei Caches, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, Caches sind ziemlich einfach. Wir haben zum Beispiel in der Anwendung die Variable i zweimal zugreift. Beim ersten Mal haben wir einen Cache-Miss. Und das heißt, die CPU muss den Hauptspeicher fragen, gib mir bitte das, was an dieser Stelle gespeichert ist. Der Speicher gibt das dann zurück und wir speichern zum Cache. Und wenn wir dann zum zweiten Mal diese Adresse zugreifen, dann geht es schneller. Wir haben den Cache-Hit. Und ja, also nochmal zusammenfassen, Cache-Misses sind langsam und Cache-Hits sind schneller, weil wir da eben dann keinen Hauptspeicherzugriff brauchen. Und wenn wir tatsächlich jetzt einen Timer, also einen Zeitmesser mit hoher Auflösung haben, dann können wir diesen Zeitunterschied messen. Und das habe ich tatsächlich auch mal implementiert. Man sieht hier zum Beispiel 60 Zyklen, wenn die Daten im Cache sind, also bei einem Cache-Hit, und 300 Zyklen, wenn es ein Cache-Miss ist, wenn wir es aus dem DRAM laden müssen. Also, ja, das lernt man ja auch wieder an der Uni schon. Caches, Cache-Hits und Cache-Misses. Das kann man tatsächlich für Angriffe nutzen. Es gibt zum Beispiel diese Flush-and-Reload-Attacke, wo wir einen Angreifer und ein Opfer haben und zwischen denen irgendwie geteilten Speicher, zum Beispiel die libc. Und da ist es eben so, dass wenn geteilter Speicher im Cache ist, dann ist er eben im Speicher für im Cache für alle Anwendungen, die das gleichzeitig nutzen. Und das heißt, wenn wir jetzt hier diesen Speicher aus dem Cache flushen, dann ist er auch nicht mehr im Cache für das Opfer. Also, ja, das können wir eben als Angreifer auch kontrollieren. Und wenn der Angreifer dann wartet, bis das Opfer den Speicher zugreift, dann passiert hier wieder transparent das Auffüllen dieses Caches mit dem DRAM-Inhalt. Wenn der Angreifer jetzt den Speicher wieder ausliest, dann kann er den Zeitunterschied messen, ob das jetzt lang gedauert hat, diesen
Speicher zu laden oder nicht zu laden. Wenn der Zugriff schnell war, dann weiß der Angreifer, dass das Opfer den Speicher zugegriffen hat. Und wenn der Zugriff langsam war, dann weiß er, dass das Opfer es in der Zwischenzeit nicht zugegriffen hat. Super. Also, du hast wohl in meiner Vorlesung aufgepasst, aber vielleicht sollten wir hier nochmal etwas mehr ins Detail gehen. Also wenn man schaut, anschaut, wie ein Cache wirklich funktioniert, ein Cache funktioniert nicht einfach nur mit Cache-Lines, der tut tatsächlich diese Orte nochmal in Cache-Wege unterteilen. Und Cache-Wege werden dann in Cache-Mengen, Cache-Sets organisiert. Der Index, der bestimmt, in welchem Cache-Set es ist und nicht in welcher Cache-Line. Also es gibt mehrere übereinanderliegende Orte für die Daten. Wie findet man die richtigen Daten, wenn man im Cache was finden möchte? Naja, dafür schaut man sich die übrigen Bits noch an. Die übrigen Bits, die bestimmten Offsets, N-Bits für den Index und der Rest sind dann die physikalische Seitennummer. Und die werden als Tag verwendet und dieser Tag, damit geht ein Vergleich hinein und mit dem Vergleich bestimmt man dann die Daten. Ja, also einfache Cache sind natürlich einfacher, ne? Also wenn wir jetzt den Cache-Attack von Michael mit dem kombinieren, was wir am Anfang gelernt haben, dann können wir jetzt den Meltdown-Attack bauen. Also lassen wir uns über Meltdown reden. Ja, also der Meltdown und Spectre haben wir uns ja auch schon angeschaut. Da gab es doch mal einen Song irgendwie, oder? Da geht es hier aber nicht um den Meltdown-Angriff. Ich meine, ganz offensichtlich hat es was mit Metall zu tun, aber nee, also jetzt wirklich zurück zum eigentlichen Angriffen. Es ist echt einfach. Also ganz einfach, wir greifen auf eine Adresse Zugriff, auf die wir nicht zugreifen dürfen. Da gibt es natürlich einen Absturz, aber den können wir verhindern. Es gibt ein Page Fault und was machen wir jetzt? Wir benutzen den Wert, den wir jetzt illegal gelesen haben, und encodieren den in den Lookup-Table vom Cache. Also wenn der Wert K ist, dann schauen wir uns und auf der linken Seite die Adresse im User Memory an, wo K ist. Dieser Wert wird jetzt in den Cache geladen. Nachdem wir diese illegale Instruktion ausgeführt haben und den Fault dann wieder zurückgeholt haben, machen wir das jetzt mit allen verschiedenen Möglichkeiten des Alphabets. Wenn wir K getroffen haben, wissen wir, dass wir K gelesen haben. Also jetzt schauen wir uns mal die Mikroarchitektur an. Wie funktioniert der Meltdown-Attack? Die Instruktion, die den Meltdown-Attack ausführt, das ist nur eine Operation, die aus dem Kernel in ein Register lädt. Das ist alles. Das ist der Meltdown. Jetzt haben wir unseren Wert im Register und jetzt können wir mit dem Wert machen, was wir wollen. Wir können es durch den Cache hindurch transmitten. Aber Meltdown ist nur dieses Lesen vom Kernel, was in unserem Register sich dann befindet. Also im Reorder-Buffer wird es zum Load-Buffer. Okay, und der wird dann im Load-Buffer sein und dieser Eintrag muss dann die physische Seitennummer enthalten. Den Offset, das ist ja dasselbe wie in virtuellen und physischen Seiten, also zum Beispiel in den niedrigsten 12-Bit bei Intel, und die Registernummer. Also wenn ihr vielleicht euch so an die Registernummern RX, RCX, RDX und so weiter erinnert, das sind eigentlich nur Variablennamen. Und tatsächlich gibt es in der Architektur drunter 160 verschiedene Register und der Prozessor wählt einfach irgendeins von diesen Registern aus. Nennt man Registerumbenennung oder Registerumbenennung. Und ja, jetzt sollten wir vielleicht noch erst erklären, was passieren muss im Loadbuffer. Wir müssen ja im Loadbuffer ein neues Register holen. Die neuen Werte sind hier in Rot markiert. Die Registernummer, der Offset und die virtuelle Page-Nummer, virtuelle Seitennummer werden geupdatet. Die virtuelle Page-Nummer werden tatsächlich hier jetzt nicht benutzt.
sondern wir benutzen eigentlich nur den Offset und gucken dann in den Store-Puffer, in dem L1-Data-Cache und im DTLB rufen wir noch ab, was denn tatsächlich jetzt die physische Adresse ist. So, und da schauen wir uns dann an, was da drin steht, und da sehen wir die physische Seitennummer, sie ist auch als present markiert, das ist das grüne P, und sie ist nicht userzugreifbar. Und es ist jetzt aber tatsächlich so, dass es quasi einen Unterschied zwischen dem Fast Path und dem Slow Path in der ZPU gibt, also dem schnellen und dem langsamen Ausführungspfad. Und im Fast Path wird dann eben dieser Zugriff trotzdem gemacht. Und die Daten werden in das Register geschrieben. Das ist im Prinzip das, was genau bei der Meltdown-Attacke passiert auf dem mikroarchitekturellen Level. So, jetzt ist einmal die Frage, wie gut ist denn jetzt wirklich diese Attacke? Und die andere Frage ist, warum macht der Prozessor das? Es gibt hierzu tatsächlich Patente und es sagt, wenn ein Fehler bezüglich der Ladeoperation markiert, passiert, wird es markiert als valide und komplett. Und da ist dann eben die Idee, dass die Ergebnisse ja verworfen werden und dann kann man eben das Ergebnis trotzdem da stehen lassen. Und ja, wie schnell ist dann wirklich diese Attacke? Man kriegt damit 542 Kilobyte rüber und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass die Attacke fehlschlägt. Und das heißt, wir können das ausprobieren und wir kommen hier relativ präzise raus, welche Werte da drin stehen. Wir bekommen ein bisschen Noise, also Rauschen, aber das ist im Prinzip genau diese Fehlerrate, die wir eben gesehen haben. Und da waren wir uns erstmal noch nicht so sicher, was dieses Rauschen jetzt eigentlich ist. Aber es gibt in dem Security Advisor von Intel tatsächlich eine Erklärung dazu, und zwar, dass manche Implementierungen tatsächlich nur manche Daten weiterreichen, wenn sie im Lowest Level Data Cache, also im L1 Cache sind. Und das kann von einer bösartigen Anwendung genutzt werden, um einen Seitenkanal als Seitenkanal genutzt werden, um Daten aus dem Supervisor-Modus, also aus dem Kernel-Modus, zu lesen. So, und wir hatten das aber ausprobiert, dass es auch im L3-Cache funktioniert. Das ist zwar nicht mehr so schnell und die Fehlerrate ist ungefähr 10-mal so hoch wie vorher, aber es funktioniert immer noch. Also wir laden es aus dem, also wir machen es nicht mehr im L1-Cache, sondern jetzt im L3-Cache, aber die Attacke funktioniert immer noch. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen mehr Rauschen, aber wir sehen schon ein paar von den Xen. Also, ja, also die Fehlerrate ist höher, aber also ich sehe hier definitiv, was das Geheimnis ist. Aber wie können wir jetzt dieses Rauschen loswerden? Wir müssen es ja irgendwie loswerden. Also die Idee ist, dass man hier einfach Statistik drauf wirft. Das ist eigentlich das, was wir jetzt rüberbringen wollen. Wenn wir da einfach das oft genug wiederholen, dann geht das irgendwann weg. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, was letztes Jahr passiert ist, da hatten wir die Präsentation über Meltdown auf der Black Hat-Konferenz und da hatten wir tatsächlich eine Folie, die gesagt hat, dass L1 keine Voraussetzung dafür ist, weil wir eben uncacheable, also uncachebaren Speicher verwenden können. Das können wir in den Page-Tables kontrollieren, dass Speicher uncachebar markiert ist und dann ist er eben im DRAM. Aber wieso funktioniert das denn jetzt? Also, wenn wir da unseren bisherigen Code verwenden, dann kriegen wir einfach nur irgendwie Neues, also Rauschen, und das bringt uns jetzt nichts. Hast du die Folie denn nicht gelesen? Nein, also es gibt diesen Leak, aber es gibt eine kleine Einschränkung, nämlich, dass es einen gleichzeitigen legitimen Zugriff aus dem benachbarten Hyperthread geben muss. Das heißt, wenn es parallel einen legitimen Zugriff gibt, dann können wir das trotzdem lesen, weil die sicher die Caches teilen, zumindest den L1-Cache. Also okay, da ist zwar immer noch ein bisschen Rauschen drin, aber es funktioniert zumindest. Ja, wenn sich da nochmal einige dran erinnern, da gibt es hier nochmal ein kleines Zitat. Wir vermuten, dass Meltdown die Werte aus dem Linefill-Buffer liest
Und da die Fill-Buffer eben auch geteilt sind zwischen Threads auf demselben Kern, also zum Beispiel HTML1-Cache, ist die Attacke erfolgreich. Aber wir überlassen das zukünftiger Forschung, das, das herauszufinden. Und ja, das ist natürlich so, dass man dann die Future Work tatsächlich selber macht. Und ja, das macht jetzt ein bisschen Kopfschmerzen, aber wir gehen wieder zurück zu den technischen Details. Also wieso funktioniert das denn jetzt wirklich genau? Also wie funktioniert das jetzt? Es ist fast genau wie vorher. Es geht wieder durch den Reorder-Buffer, durch den Scheduler in den Load-Execution-Port und geht dann, da haben wir wieder ein Entry im wieder, alles wieder genau wie vorher. Aber wir wissen, es ist nicht im L1-Daten-Cache. Selbst wenn wir den dort einen Lookup machen, können wir sicher sein, wir finden es dort nicht. Aber es gibt doch immer andere Orte, wo wir es finden. Also Meltdown Uncacheable holt es einfach aus einem anderen Puffer und so funktioniert das. Also was könnte man sonst noch damit machen? Also in der Zukunft sollte man es mal angucken, was zum Beispiel... zurück in die Zukunft. Also irgendwann ist dann mal dein zukünftiges Selbst dein jetziges Selbst und dann musst du das, den ganzen Mist machen, den du in die Zukunft verschoben hast. Also irgendwann waren wir da an dem Punkt, wo wir diese zukünftige Arbeit tatsächlich auch machen mussten. Ja, und vielleicht ist jetzt hier auch ein guter Punkt, um während all diese Sachen, die wir jetzt in der Periode hier publiziert haben, was wir hier gelernt haben, es gibt kein Neues. Es gibt kein Neues. Es gibt keine Fehler in dieser Übertragung. Also jedes Mal, wenn jemand sagt, da gibt es eine Menge Neues in dem Experiment, nein, es gibt kein Neues. Neues gehört, ist einfach Daten, die jemand jemand anderem gehören. Ah, okay, sollten wir vielleicht das irgendwie analysieren. Das könnte interessant sein. Also vielleicht sollte man es irgendwie so wissenschaftlich, mathematisch machen, so irgendwie mit Limes und so. Also nehmen wir mal an, Neues sind einfach Daten, die jemand sonst gehören. Also wenn man jetzt in der Welt down effekt nicht funktioniert, dann bleibt irgendwie ein Neues übrig. Und nee, also ich glaube, so funktioniert das nicht mit dem Limes. Ja, es schaut aber voll nach Wissenschaft aus. Nee, also okay, jetzt. Also gut, nochmal ein Deep Dive. Was sagt Intel? Die Fill-Buffer können alte Daten aus vorherigen Memory-Zugriffen enthalten, solange bis der Speicher neu überschrieben wurde. Unter manchen Voraussetzungen kann der Fill-Buffer die Daten versuchsweise weitergeben, inklusive der alten Daten. So, also wenn ein Programm das vorher gelesen hat, dann könnte es weitergegeben werden. Auch an eine Load-Operation, die dann am Ende faultet. Damit können wir Daten absaugen. Was heißt das? Das klingt... okay, machen wir mal ein Experiment. Schauen wir uns eine einfache Seite an, eine Cache-Line an. Dann gibt es ein virtuelles Mapping, eine virtuelle Übertragung in diese Seite. Also der Meltdown hat diesen Faulting Load gemacht, auf seiner Kernel-Adresse. Das war das Meltdown-Szenario. Jetzt aber brauchen wir irgendwie was anderes. Also tun wir diese Seite einfach nochmal anders mappen. Und jetzt machen wir da was ganz Kompliziertes. So, also ein Flush. Wir haben also der eine Access, der faultet, und dann machen wir einen anderen Access, die einfach diese Cache-Line rausschmeißt. Ja? Was passiert dann? Vielleicht gibt es dann keine Ressourcen mehr. Nee, also das ist eine spezielle Bedingung hier wohl. Okay. Sollte man wohl auf den Zombie-Load-Cache mal hier, den Zombie-Load-Fall mal gucken. In der Mikroarchitektur wieder, wir fangen an mit derselben Instruktion, ist alles hier das Gleiche. Der Unterschied ist jetzt, dass wir die Mikroarchitektur jetzt mal anders aufsetzen. Was sehen wir? Wieder gehen wir den Pfad. Wieder ist der Load Buffer Entry upgedatet und wiederum geht es hier nicht um den Update in L1. Der Lookup passiert,
Aber jetzt kommt hier was Kompliziertes, was Komplexes ins Spiel. Also ich weiß noch nicht mal, wie man das jetzt beschreiben soll. Also der Prozessor, der ist es an der Stelle, der bricht das an der Stelle ab. Also was passiert ist, der Execution Port muss jetzt noch irgendwas machen. Es muss noch irgendwas zu Ende bringen und das so schnell wie möglich. Also, naja, wir haben ja jetzt irgendwie eine PPN, wir haben ja die Cache-Line, die schon matcht. Also, warum geben wir doch einfach die weiter? Und, ja, sehr gut. Also, das ist, das schaut aus wie ein Problem, ein Softwareproblem in Hardware. Das ist wie Use After Free. Ja, aber das ist wie das gleiche wie bei Meltdown. Statt dass wir die Kernel. Also, wir induzieren halt so eine komplexe Load-Situation und machen dann eigentlich genau dasselbe wie bei Meltdown, einfach Flash and Reload und finden raus, was wir da geladen haben. Ja, also, wie können wir diese komplexe Ladesituation denn tatsächlich hervorrufen in Software? Wir haben hier wieder die Situation, den physischen Speicher, User Space und Kernel Space, wie abgebildet. Und wenn wir jetzt ein bisschen Speicher allozieren, dann kriegen wir eben eine Abbildung da drauf in User Space. Und jetzt brauchen wir eben eine zweite Abbildung auf diesen Speicher. Und hier ist es eben so, dass der Kernel tatsächlich den gesamten physischen Speicher in der direkten zusammenhängenden Bereich in seinen eigenen Teil vom virtuellen Adressraum mappt. Und das heißt, wir haben hier jetzt zwei virtuelle Seiten, die auf dieselbe physische, auf den physischen Frame abbilden. Und das ist unsere komplexe Ladesituation. Und zwar einmal eine Adresse. Und zwar einmal ein Mapping, das wir gar nicht zugreifen dürfen aus dem User Space und eins, das wir zugreifen dürfen. Es gibt dann auch eine andere Variante, Variante 3, wo wir auch wieder die Seite im User Space mappen und dann einfach Shared Memory bauen, einfach in unseren eigenen Adressraum. Das heißt, wir haben zwei verschiedene virtuelle Adressen, die auf die gleiche physische Adresse zeigen. Warte, das dürfte jetzt eigentlich nicht faulten, weil das ja zwei legitime Zugriffe sind. Aber es gibt tatsächlich einen netten Trick. Also wir können darauf zugreifen, aber es gibt tatsächlich was Interessantes in der CPU. Das sogenannte Microcode Assists. Und das erkläre ich jetzt. Wenn der Instruktionsstream reinkommt, dann muss der dekodiert werden. Und der Decoder kann ziemlich viele Sachen machen und zerlegt die Instruktion halt in viele Mikrooperationen. Das geht dann in diesen Multiplexer und dann in das Backend der CPU. Das haben wir eben schon erklärt. Genau, das kennen wir schon. Aber manchmal gibt es komplizierte Instruktionen, die der Decoder nicht selber dekodieren kann und es braucht dann Assistenz vom sogenannten Microcode Assist. Das geht dazu in den Microcode-ROM. Da drin sind kleine Programmsequenzen drin, die auch solche Mikrooperationen imitieren können, die im Backend genutzt werden können. So, also das war eben nicht in unserer Darstellung. Und ja, das ist für wirklich Ausnahmesituationen gedacht. Das sollte nicht häufig passieren. Das ist sehr teuer. Es muss in diesen ROM gehen und die Mikrooperationen in den Scheduler reintun. Also es ist wirklich kompliziert und ist quasi ein Fault in der Mikroarchitektur, der zwar dann wieder erhoben wird, aber es ist halt eine Ausnahmesituation. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, das Exist oder das Dirty Bit in einem Page-Table-Eintrag zu setzen. Wenn wir das machen, dann passiert dieses Microarchitectural Fault und dieser Assist wird ausgelöst. Und ja, wenn wir das erste Mal machen, ist das dann eben ein Fault. Und eine der interessanten Dinge ist, dass unter Windows das regelmäßig gemacht wird. Das heißt, wir haben das alle paar Sekunden. Das wäre vielleicht auch nochmal ein interessantes Detail bei der Zombie-Load-Attacke. Wir wollen da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also bei Spectre gab es ja einen Film und bei Meltdown hatten wir auch ein Lied und so. Also hier haben wir noch so einen kleinen Film. I see noise, I feel noise.
original? That's the original, yes. It's completely unmodified. No. Leaking from the fill buff and come on databus. Loads have come through show days. I'm sure this is the original. I got this from the internet. Also wir machen ja einen Vortrag, so kann das dann nicht weitergehen. Also wir können das auch weitermachen, wenn es euch gefällt. Später vielleicht. Also, was können wir denn jetzt tatsächlich mit ZombieLoad angreifen? Wir können Daten aus dem gleichen Thread und aus dem Geschwister-Hyper-Thread liegen. Wir können verschiedene Anwendungen auslesen, das Betriebssystem, SGX-Enklaven, virtuelle Maschinen, den Hypervisor angraben, wenn wir halt eben auf demselben Hyperthread oder dem Geschwister-Hyperthread auf demselben Kern sind. Aber wir haben immer noch ein Problem. Bei Meltdown war es halt super einfach. Wir hatten einfach nur das Leaking von der virtuellen Adresse, also von der virtuellen Adresse liegen die Daten von da. Bei Foreshadow halten wir dasselbe mit der physischen Adresse. Bei der Fallout-Adresse, da können wir das über den Page-Offset machen. Und bei Zombie-Load, da können wir leider nur 5 Bits kontrollieren, also nur eine Cache-Line. Und da haben wir nicht so wirklich viel Kontrolle. Also das ist nicht wirklich praktikabel. Hören wir jetzt einfach auf. War es das? Nein, ist es natürlich nicht. Es ist tatsächlich doch möglich. Also was wir jetzt gemacht haben, ist der Domino-Attack. Wir lesen einen Byte und was wir dann machen, ist, wir verwenden die 4 Least Significant Bits als Maske und suchen damit den nächsten Wert. Und wenn die sich überlappen dann und die gleichen sind, dann wissen wir dann, dass das erste und der zweite Byte zusammenpassen. Und das können wir immer so weitermachen und dann viele, viele, viele weitere Bytes lesen. Also obwohl wir eigentlich keine Kontrolle haben, haben wir doch eine ganze Menge Kontrolle. Ah, das ist ja super. Okay, also ich habe das mal ausprobiert. Jetzt gibt es also eine kleine Demo. Wir hoffen, das funktioniert. Schauen wir mal. Also, was ich jetzt bräuchte, wäre vielleicht irgendwie eine Kreditkarten-PIN von jemand. Warte mal, wie geht das? Ah, okay, mein sicheres Passwort. Also ein einbuchstabiges Passwort, das findet keiner raus. Gut. Also hier links habe ich hier den Passcode. Ja, was ist das? Okay, da sind alle meine sicheren Passcodes drin und du verwendest eine Kreditkartenpin dafür, echt. Möchte mir vielleicht irgendjemand seine 4 Ziffern geben für die Kreditkarte? Nee, also 1, 2, 3, 4 wäre zu einfach, ne? Also, außerdem ist es hier eine virtuelle Maschine ohne Internet. Also, ist es echt sicher jetzt hier? Nee, jetzt. Also, okay, 1, 3, 3, 7. Okay, gut. Also, 1, 3, 3, 7. Ah, wow, okay. Das war jetzt Live-Absaugen in der VM. Ohne Internet. Kannst du es mit einer anderen Ziffernfolge auch machen? Weil es glaubt es sonst keiner. Gut, okay. Also nochmal andere Zahlen hier. Okay, 1280. 1280, ja, okay, funktioniert. Ja, echt, wow, okay. Also ich kann offenbar echt Daten absaugen. Cool. Also die Frage ist, was kann man sonst damit tun? Kann man da sonst was mitmachen? Ich weiß nicht. Hast du irgendwas anderes, irgendeinen anderen Ding vorbereitet? Lass mal gucken. Gehen wir mal nochmal hier zurück in den Slides. Ah, mir fällt was ein, pass auf. Also es gibt da Variante 1 und 3. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Machen wir jetzt hier irgendwie ein Dreier-System oder was? Ist da los?
Nee, also das sollten wir nicht übergeben. Also wir haben verschiedene Angreifermodelle, einmal mit der Variante 1, mit dem privilegierten Attacker, mit dem Kernel-Mode und so weiter und so fort. Das können wir in Windows und Linux machen. Und dann gibt es den Microcode Assist, das ist die Variante 3. Da können wir es dann auch in Windows machen als unprivilegierter Attacker. Da geht das, ne? Das ist Cross-Plattform, super. Wie schnell ist das? Ja, 5,3 Kilobyte pro Sekunde für Variante 1 und 7,7 Kilobyte pro Sekunde für Variante 3. Na, also das ist eigentlich nicht wirklich beeindruckend. Also für eine Webseite, da reicht das irgendwie nicht aus. Das muss besser gehen. Wir sollten es irgendwie, wir sollten vielleicht Hyperthreading abschalten. Oder den Group Scheduler, das ist zu schwer zu implementieren. Wir könnten Mikroarchitektur-Puffer überschreiben und dann, wenn die Daten nicht mehr da sind, dann können wir sie nicht mehr leaken, können sie nicht mehr abgesaugt werden. Also wir verwenden die VRV-Instruction, das überschreibt einfach die Puffer, das kostet nur ein bisschen was. Es gibt dann auch noch Software-Sequenzen, die die Puffer rausschmeißen, sodass die Daten weg sind. Ne? Ja. Okay, na gut, also dann kaufen wir halt neue CPUs, die keinen Bug haben. Also lass mal gucken, 8., 9. Generation, Intel Coffee Lake, auch Cascade Lake. Also Intel auf ihrer Webseite sagen, das Meltdown, Foreshadow, Riddle, Fallout, MPLS, MPD, Sum. Ja, ZombieLoad ist nicht da drin. ZombieLoad ist irgendwie nicht drin, also ich weiß auch nicht warum. Also vielleicht ist es ein bisschen unklar, schauen wir mal. Also gucken wir mal. Also, hier, wenn wir jetzt mal in der Timeline ein bisschen zurückleiste gehen. Wir haben ja seit 2016 an diesen Attacks gearbeitet. Den Kaiser-Patch gab es hier für einen verwandten Attack und das haben wir am 4. Mai 2017 publiziert. Und am 22. Juni hat dann Jan Horn den Meltdown-Attack berichtet. Ja, am 12. Dezember haben wir das auch dann berichtet. Am 15. Februar 2018 haben wir Meltdown Uncacheable berichtet, weil Intel gesagt hat, ihr könnt nur aus L1 absaugen. Nee, wir haben gezeigt, das geht auch woanders her. Da haben wir viele E-Mails mit Intel ausgetauscht. Und am 28. März haben wir es ihr nochmal geschickt. Es war übrigens auch schwierig, unsere Co-Autoren davon zu überzeugen, dass wir Daten absaugen können, die gar nicht im L1-Cache liegen. Aber kurz bevor das Paper dann zerbittet wurde, konnten wir sie endlich dann überzeugen. Wir haben auch die Line-Fill-Buffer-Leakage dann berichtet. Dann den Zombie-Load am 12. April 2019. Am 14. Mai dann haben wir das publiziert, weil es hat ja schon eine Weile auf Halde gelegen sozusagen. Am selben Tag wurde dann eine Zombie-Load-resistente CPU announced. Also habe ich mir eine neue CPU gekauft, weil ich wollte ja sicher sein, ne? Damit ist ja dann alles klar, oder? Naja, also ich weiß nicht genau, ob wirklich alles in Ordnung ist. Vielleicht haben wir hier ein Problemchen. Welche ZombieLoad-Variante funktioniert trotz der MDS-Mitigation? Variante 1, Variante 3, Variante 2 oder keine? Ich würde den Joker gerne benutzen. Es gibt keinen Joker. Das ist echt schade. Ja, na gut. Also gut. Nee, ich würde gerne Non nehmen. Nee, Variante 2 wäre richtig gewesen. Ja, okay, Variante 2. Moment, du hast mir von Variante 2 nichts erzählt. Ja, das war auch ein Witz, ja. Echt? Du hast ein dreiwertiges System? Echt jetzt? Ich bin echt verwirrt. Also es gibt noch eine Variante 2. Wir zählen nicht wie andere Leute. Also wir gehen nochmal zurück zum Meltdown-Attack. Wir haben... Wenn wir uns nochmal dran erinnern, wir hatten ja dieses doppelte Mapping der gleichen physischen Seite. Und ja, irgendwie war das so ein bisschen kompliziert. Und tatsächlich habe ich mich nicht daran erinnert, als ich aus dem Urlaub zurück bin. Deswegen wiederholen wir das jetzt nochmal. Ja, wir hatten TSX benutzt, um die ganzen Exceptions zu unterdrücken. Und
da war dann irgendwie die Frage, okay, wieso brauchen wir denn wirklich diese zwei Adressen? Wir können doch einfach dieselbe Adresse verwenden. Und das habe ich tatsächlich geschrieben. Es waren gerade mal 4 Zeilen. Und ja, es funktioniert tatsächlich. Ja, also wie funktioniert das? Wir können eben die Transaktionen abbrechen, die zum Beispiel passieren können, wenn Datenkonflikte aufpassieren oder bestimmte Instruktionen passieren oder synchrone Exceptions passieren. Die können alle diese TSX-Transaktionen unterbrechen. Davon gab es dann auch wieder eine Aussage von Intel, dass asynchrone Ausnahmen dafür sorgen können, dass eine Transaktion abgebrochen wird. Und das wäre zum Beispiel ein Interrupt. Und das könnte dann zum Beispiel ein Problem sein. Ja, was passiert denn da wirklich? Wir greifen auf eine Adresse zu, die wir zugreifen dürfen, und dann brechen wir die Transaktion ab. Wir laden die Adresse, das ist die gemappte Adresse, und den Wert, den wir von da lesen, geben wir in unser Orakel, um es halt eben in den Cache zu laden. So. Wenn es einen Wert zurückgibt, dann greifen wir auf den Zugriff, greifen wir auf den Cache-Inhalt zu und alles läuft gut, die Transaction geht durch. Was mit Asynchronous Abort aber passiert ist, dass nämlich etwas in unserem eigenen Code schief geht. Wenn wir diese Adresse laden und das tatsächlich noch passiert, dann kann hier irgendwo zwischendrin ein Interrupt passieren, zum Beispiel ein NMI, Non-Maskable Interrupt, nicht maskierbarer Interrupt, dann wird diese Transaktion unterbrochen. Und das heißt, dieser Ladezugriff muss auch unterbrochen werden. Und das bedeutet, dass tatsächlich jetzt aber noch in den Linefill-Puffern irgendwo noch so ein Wert rumliegt, den wir dann mit unserem Orakel wieder herbekommen können. Sondern das heißt, was wir jetzt machen, also das ist jetzt alles noch so ein bisschen langsam und deswegen flushen wir vorher noch mit Hilfe der Flush-Instruktion, denn das verursacht einen Konflikt in der Cache-Line und wir beginnen dann eben nach dem Flush die Transaktion, fangen mit dem Laden an. Das induziert im Prinzip auch wieder einfach nur so eine komplexe Situation, wie wir eben gelernt haben, und ja, sorgt dann dafür, dass wir eben hier dann auch wieder ein Informationsleck haben, das wir mit dem Orakel ausnutzen können. Und das ist ziemlich cool, weil diese Variante tatsächlich einfach nur Intel TSX verwendet, also diese Instruktionszeiterweiterung für transaktionalen Speicher. Und das Coole daran ist, dass es sehr viel schneller ist. Wir kriegen damit bis zu 40 Kilobyte pro Sekunde, was schon wirklich deutlich schneller ist als die anderen Angriffe. Also das kann man wirklich benutzen, um etwas auszulesen, was deutlich mehr Daten braucht. Wir können zum Beispiel versuchen, ein Lied zu leaken. Ja, ihr mochtet das Lied ja nicht, aber ja, okay. Soll irgendwie schneller gehen. Ja, wir können es jetzt irgendwie nicht sehen. Okay, also hier läuft jetzt ein Lied. Und ich lasse das ein bisschen schneller laufen. So, ich möchte das jetzt leaken und ich lasse es jetzt mit einem stummgeschalteten Player laufen und lasse jetzt Zombie Load parallel laufen und ja, das sollte jetzt in der Lage sein, alle Sachen aufzunehmen, die ich abspiele. So. Also du hast ja gesagt, da ist jetzt relativ viel Rauschen. Also wird es dann auch verrauscht sein? Und kann Leak auf der anderen Seite starten? So, schauen wir mal an, was passiert. Oh, das rauscht ja ganz schön kräftig. Also, es klingt so ein bisschen wie eine Metal-Version der ganzen Sache, aber man konnte es vielleicht ein bisschen hören. Also, wir können das, glaube ich, schon irgendwie als den, wir können das vielleicht als den Zombie-Load-Filter verkaufen. Also,
stellt euch vor, dass man zum Beispiel einen Skype-Call so belauscht, vielleicht kann man da schon was mitnehmen. Also hinsichtlich der Timeline können wir wieder mitnehmen. Wir haben den Zombie-Load-Attacke berichtet und am 24. April dann nach Variante 2 berichtet. Und das ja, war jetzt genau, als das Embargo geendet ist. Also wir mussten dann nochmal anrufen und so, nochmal ein neues Embargo. Und dann haben wir es am 14. Mai dann tatsächlich auch publiziert, eben ohne Variante 2. Und wir hatten tatsächlich eben diese if-devs im Tech-Code von dem Paper, um diese Sachen nicht zu publizieren. Dann kamen eben auch diese Metadata-Sampling-resistenten CPUs raus, die konnte man dann kaufen. Dann hatten wir noch gezeigt, dass diese VRW oder Software-Sequenz-Fixes nicht ausreichend sind. Das macht es zwar ziemlich viel schwieriger, aber genau, das kann man bei Intel nachlesen. Aber dann hatten wir eben in den letzten Jahren noch die Zombie-Load-Attacke, in den letzten Monaten. So, der Prozess mit Intel hat sich tatsächlich sehr viel verbessert im letzten Jahr. Sie haben da sehr viel Aufwand reingesteckt, um den Prozess zu verbessern. Und mittlerweile bin ich tatsächlich relativ glücklich, mit ihnen zu arbeiten. Sie haben uns tatsächlich Bier gesendet und waren tatsächlich total aufgeregt und konnten das erst letzte Woche erst wirklich konsumieren. Also Moment, TA ist TAX over Lead Gated, das ist Variante 2. Ich meine, stimmt das jetzt? Also wenn man jetzt, also vor einem Jahr hatten wir ein paar Slides bei Black Hat, da hatten wir diesen Code. Und wenn ich mir diesen Code anschaue, dann schaut das irgendwie genauso aus wie der Code von vorhin, nur ohne Flush halt. Also wie, wenn ich jetzt nur warte, dann kann ich absaugen? Diesen Code, den hat man noch in GitHub jetzt. Ja. Und es war im Meltdown-Papier schon so beschrieben, nicht gut. Aber niemand versucht das von GitHub weg. Also wie ist es mit Umgehungen? Ja, wenn man jetzt keine TSX mehr hat, dann kann man keine TSX-Aborts haben ohne TSX. Na, ist doch einfach. Nee. Also das ist ja eine der Umgehungen. Man kann die Intel TSX disablen und das mit den neuesten Mikrocode-Updates ist das auch der Default. Wenn du den Attack jetzt dann laufen lässt, funktioniert es nicht und dann muss man das rausfinden, warum. Aber man hat ja auch irgendwie W, um die Puffer zu überschreiben. Aber Software-Sequenzen und W funktionieren nicht zuverlässig. Unter gewissen Umständen kann man immer noch Daten absaugen, trotz all dieser Vorkehrungen. Ja, was haben wir jetzt davon gelernt? Naja, also für den Zombie-Load. Das ist so die Kategorie Transient-Sachen, Meltdown-Type. Man kann diese verschiedenen Varianten irgendwie klassifizieren, je nachdem, was für einen Fault sie benutzen. Ja. Die verschiedenen Varianten. Und wie schon letztes Jahr präsentiert, das gibt es auf einer Seite namens transient.fail. Da kann man sich jetzt angucken, was es für Attacks gab und welche davon researched sind. Also wir haben hier diesen Memory-Based diese Seitenkanal-Attacken, wo wir uns Adressen angucken und dann schauen, ob diese Adresse halt dann gab es den Meltdown-Attack mit der Daten. Also es ist ein bisschen anders. Aber mit dem Zombie-Load haben wir jetzt die fehlende Verbindung. Denn jetzt wissen wir, wenn wir einen bestimmten Instruction-Pointer haben, dann kriegen wir die Daten. Wir können zwar nicht die Adresse spezifizieren, aber wenn wir einen Instruction-Pointer haben, dann kriegen wir die Daten. Es ist ein schönes Dreieck, was uns alles insgesamt stärkere Primitive gibt. Was haben wir gelernt? Als Spectre kam, da wussten wir, Spectre bleibt uns, da müssen wir uns drum kümmern. Dann dachten wir, Meltdown ist gefixt. Mittlerweile sehen wir mehr Meltdown-Attacken als Spectre-Attacken.
Wenn ihr rumspielen wollt, auf GitHub sind die ganzen Varianten da. Und da könnt ihr euren eigenen netten Zombie-Load bauen. Es gab in 2019 noch ein paar andere Papers. Es gab das Fallout-Paper, das Riddle-Paper, die auch ähnliche Attacken in dieser Gegend präsentiert haben. Zum Schluss, also Transient Execution Attacks ist einfach das ewige Geschenk. Diese Klasse von Meltdown-Angriffen ist viel, viel größer als gedacht. Also früher dachten wir, es sind nur eine, aber nein, es gibt da viele verschiedene Typen und es war schon noch mehr. Drittens, CPU sind im Wesentlichen deterministisch, es gibt kein Noise. Noise heißt eigentlich immer, es sind jemand anderes Daten. Und sag mal, können wir den Rest des Songs noch anhören? And leakage appears, and I know zombie loads will go on. Loads leak forever this way. It's not safe with these loads. My load will go on and on. Also wir möchten Manuel Weber danken, um diesen Song gesungen zu haben und auch euch allen, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Wir sind jetzt bereit für Fragen. Herzlichen Dank. Gut, es gibt Fragen aus dem Internet. Super. Ja. Können Endbenutzer diese Attacken irgendwie erkennen, indem sie was beobachten? Also, ich glaube, dafür gibt es jetzt nicht direkt Tools, um das zu erkennen. Man könnte mit dem Stromfluss, also mit den Tools, die wir im Moment haben, könnte man CPU-Nutzung, Speichertraffic oder sowas messen, aber es gibt jetzt keine dedizierten Tools, um das zu erkennen. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich besser, sie zu patchen, als zu versuchen, sie zu detektieren. Wir haben über die Zeit gesehen, dass dass ihr die Variante 2 ganz am Ende erst reportet habt. Also warum habt ihr erst am Ende dann reportet? Naja, wir haben sie eigentlich schon vorher. Wir haben es kurz vor dem Embargo entdeckt. Also es ist eigentlich was in etwas bisschen anderes. Gut, im April haben wir Varianten 1 und 3 reportet. 2 Wochen später haben wir dann die Variante 2 reportet. Aber für Cascade Lake, da wollten wir echt eine CPU kaufen. Aber das Budget der Universität ist begrenzt und naja, gut. Also wir haben die CPU so schnell nicht gekriegt. Es muss wohl irgendwie was da schiefgegangen sein. Wir wissen es nicht so genau. Also wahrscheinlich hätte man einfach vor dem 14. Mai keine kaufen können. Ne? Und als wir dann endlich das auf Cascade Lake durchführen konnten, die Attacke, wo davon ausgegangen wurde, dass MDS nicht funktioniert, dann hat man natürlich wieder die Hände voll zu tun. Denn jetzt haben wir ein neues Embargo, was in 4 Tagen zu Ende geht. Und diese neue Variante kann immer noch, da können immer noch Daten abgesaugt werden. Also vorher war das nicht klar, dass es einen Unterschied gibt in der Microcode-Architektur zwischen den Varianten. Der TSX-Abort und der asynchrone Abort, dass die sich unterschiedlich verhalten, das war vorher nicht klar. Okay, question answered, or you still have one more? Or? Okay, we have more questions from the signal agent or somebody lining up at microphone one, please. Können wir fragen,
gibt es weitere Embargos, die jetzt gerade noch laufen? Also, ich weiß es nicht. Also, wir sehen jetzt nicht weitere. Dementsprechend ist der Talk jetzt vorbei. Das war die deutsche Übersetzung zum Talk ZombieLoad vom 36. Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren Christian.